Ja, parken. Jetzt hat das Ding gar nicht aufgenommen. Mache ich das so. Hallo, ich war mit Apo unterwegs und wir haben geparkt. Ich habe ihm gezeigt, wie das funktioniert, weil viele von euch denken immer so, ach, parken, keine Ahnung, und das, ich habe es vergessen oder ich weiß nicht, oh, meine Mutter kann auch nicht parken, das liegt in der Familie. Und ach, es gibt da tausend Gründe, die man in seinem Kopf hat, warum man nicht parken kann. Dabei ist Parken ganz einfach. Man muss nur auf zwei Punkte achten, die erkläre ich euch da in dem Video gleich. Und das war's dann schon. Also, zieht's euch rein. Yes! Pass auf, wir machen Folgendes. Da vorne rechts ist gleich so ein blaues Auto, ne? Der Passat. Der Passat, ja. Neben dem bleiben wir stehen? Daneben. Daneben. Ja. Oder hinter parken wird. So sagt der Prüfer das in der Prüfung auch. Okay. Also der sagt nicht, jo, fahr mal da rechts ran, sondern der sagt, guck mal da vorne, da steht so ein blaues Auto. Meistens, also kennt sich ja nicht jeder mit Automarken aus. Mhm. Also der sagt jetzt nicht, jo, neben dem Hyundai iX, bleiben wir stehen. Sondern er sagt, da vorne das blaue Auto, neben dem bleiben wir stehen und dahinter parken wir. Weißt du? So, so machen wir das jetzt auch. Also kannst du erstmal hier nochmal gucken und so, ne? Na. Cool. Sauber. Jetzt ziehen wir langsam weiter. Das ist schon mal gut. So. Jetzt siehst du ja den blauen, ne? Am besten fängst du jetzt schon an zu blinken. Jetzt schon. Damit die hinter dir raffen, dass du hier parken willst. Je eher du blinkst, je besser ist das. Und dann nicht zu nah ranfahren, sondern so wie du jetzt bist und dann erstmal locker und stopp. Okay, cool, nimm mal einen Gang raus. Zieh die Handbremse kurz an. Ich filme uns jetzt nämlich von draußen. Ich will gucken, wie das von außen aussieht. Ja, du hast es voll drauf. Ach, hör doch auf. Ja, pass auf. Super. Voll die geile Aufnahme. Sieht voll gut aus. So, pass auf. Erstmal, Rückwärtsgang ist klar, ne? Genau, Handbremse machen los. So, und jetzt fährst du so langsam zurück, bis du das Ende von diesem Auto, wohinter du parken willst. Also du parkst ja manchmal hinter einem Container, hinter einer Wand, hinter einer Mülltonne, was weiß ich, ne? Mhm. Egal, wohinter du parken willst, du fährst so weit, bis du das hier, jetzt mal stopp, bis du diese rechte Seite hier so auf dieser Säule hast. Ja. Okay, jetzt kannst du ganz einschlagen. Ganz einschlagen. Jo. So, und jetzt, genau, warte mal, jetzt fährst du langsam zurück. So lange, bis du, wenn du mal hier in den Außenspiegel guckst, ne, siehst du da diese Bordsteinkante? Ja. Cool. Wenn die verschwunden ist, also guck, schlag ich ein. Genau, also fahr mal langsam weiter zurück, guck dir das mal an und sag mal Bescheid erstmal, wenn die weg ist. Mal langsam weiter fahren. Verstehen, wenn die weg ist. Ja, jetzt ist sie weg. Jetzt ist sie weg, dann stopp. Und jetzt lenkst du ganz andersrum ein. Genau, und jetzt nur noch langsam zurück und nur noch nach hinten gucken. Also du musst praktisch genau dich umdrehen, dass du, was du siehst, wer von hinten kommt. So, und stopp. Stopp. Kupplung wieder drücken. So, jetzt nimmst du noch den ersten. Und dann schleifst du dich ganz langsam so nach vorne, aber nur schleifen mit der Kupplung. Also gar nicht irgendwie mit Gas oder so, sondern so ein bisschen. Cool, ein bisschen weiter links rüber, genau. Aber ganz langsam. Noch ein bisschen weiter gerade durch, bis der Pieper angeht und dann stopp. Dann sagst du, ja, ich bin fertig in der Prüfung. Dann macht der Prüfer einmal so. So. Apo. Und das ist dann geschafft. Damit. Und dann ist fertig. Bist du durch damit? Und ist scheiße oder was? Können wir ja öfter nochmal machen, oder? Ja, klar. Liken und abonnieren, nicht vergessen. Klar. Also mir geht es erstmal darum, dass du weißt, worauf du wann wie achten musst. Zwei Punkte, mehr musst du dir eigentlich gar nicht merken. Also nur für den Bordstein eigentlich, ne? Naja, der Bordstein ist Nummer zwei. Was war Nummer eins? Ende des Autos oder Mülltonne. Ende des Autos. Hier, dann bleibst du stehen, lenkst ein. Okay. Okay. Und dann fährst du weiter, bis der Bordstein da verschwunden ist. Und dann schlage ich dann wieder Stopp. Wieder anders. Okay. Genau. Das ist eigentlich nicht gesund für die Reifen. Nimm mal kurz einen Gang raus, sonst brauchen wir einen. Genau. Das ist eigentlich nicht gesund für die Reifen, weil du musst dir vorstellen, wenn so ein Reifen auf dem Asphalt ist und du drehst den so, machst den schneller kaputt als alles andere. Mir ist erstmal wichtig, deswegen bringe ich dir das hier mit dem Fahrschulwagen bei, da ist das nicht so schlimm, dass du das Prinzip erkennst, wann du wie wo lenken musst. Später, wenn du das schon drauf hast und wenn du sowieso fährst, ja, dann bleibst du auch nicht stehen beim Parken und lenkst dann so und so und so. Mhm. Dann kriegst du das viel, viel flüssiger hin. Ja klar, du bist ja auch viel lockerer drauf. Du bist dann viel lockerer drauf und dann kriegst du das auch einfacher hin. Mir ist nur wichtig, dass du das in der Prüfung gut hinkriegst.
Und dann machst du das genauso. Machst du langsam, bist jetzt in Ruhe an, bleibst dann stehen, guckst nochmal, guckst. Und dann passt das. Okay. Alles klar, machen wir gleich nochmal. Vergiss deine Kamera. Genau, die nehmen wir mal lieber mit. Vielleicht zwei. Die hat er schon mitgenommen. So. Was ist das hier so? Ich komme nur so niemals rum, ne? Auf keinen Fall. Deswegen fahren wir immer so weit nach vorne. Genau. So, jetzt. Aber du musst dich immer wieder umdrehen. So, genau. Und dann fährst du langsam zurück. So. Wunderbar. Wenn du jetzt wieder losfährst, der gleiche Kram wie sonst auch immer. Also erst die ist cool und dann wieder Spiegel, Knie, Schulterblick, Finger. Und dann geht's los. That's it. Wenn ich nochmal groß. Ja? Das muss raus. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Da abonnieren. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ich hab euch lieb. Tschüss.